Heut liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Heut liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Heut liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Heut liegt was in der Luft, in der Luft, in der Luft. Mir ist so komisch, so mute, ich ahne und vermute, heut liegt was in der Luft. Ein ganz besonderer Duft, der liegt heut in der Luft. Trotz der traurigen Niederlage in Köln muss es hier bei uns ja nun auch weitergehen. Und darum wieder die beliebte kleine Serie Es lallt wieder der Flachmann. Viel Spaß. Hallo, ich bin's wieder. Naja, also um ganz ehrlich zu sein, das Spiel, das die Kölner, das Arminia in Köln gezeigt hat, das kann man im Prinzip nur im Suff ertragen. Also wirklich. Das ist so ein, das war Arbeitsverweigerung, was die gemacht haben. Normalerweise müssten die das Geld abgezogen kriegen. Die einzigen, die da noch wirklich rausrachten, das war für mich der Klos, der kleine Doan und Ortega. Die anderen kannst du alle in die Tonne latschen. Da ist nichts, 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 nichts. Also wie die das gegen Stuttgart hingekriegt haben, ist mir bis jetzt noch ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Es war ein wunderbares Spiel gegen Stuttgart. Da haben wir wirklich gedacht, naja, jetzt geht's bergauf. Da läuft was ab. Sie haben es gelernt. Naja, und dann gegen Frankfurt, da kann man verlieren. Aber das Wie, immer das Wie. Es geht, verlieren kann man immer. Aber das Wie die verlieren. Das ist doch eine Unverschämtheit, was die Verteidigung da hinlegt. Also, naja, ist auch egal. Ändern können wir es ja nicht. Das ist gespielt. Und in Köln genau das Gleiche. Man hat doch gedacht, jetzt Menschen mit einem Mitkonkurrenten da kann man was erreichen. Normalerweise hätten wir doch ein Unentschieden machen müssen. Aber das, was die da abgeliefert haben, also ne, also da kann der Neuhaus sich an die Nase packen und kann sagen, das ist, also ich weiß nicht, was er denen beibringt, aber eine kleine leichte, naja, ich will nicht weitersprechen, aber... Man muss ihm auch schon mal unterstellen, dass da was nicht richtig flutscht und dass er das auch nicht richtig in die Wege leiten kann. Ja, er ist nur, ach, naja, das ist alles nur auf Zufall ausgerichtet. Da ist nichts Vernünftiges drin. Und wenn man sich überlegt, jetzt am Sonntag kommt Bremen, da bin ich gespannt, was da abläuft. Junge, 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 Junge. Also mehr als Daumen drücken können wir ja nicht. Aber ich glaube, selbst das hilft nicht. Und dicke Kerzen aufstellen wie in Köln hat auch keinen Sinn. Also, wir müssen es auf uns zukommen lassen. Mal sehen, vielleicht haben sie einen guten Tag. Wollen wir sehen. Tschüss. Liebe Fußballfreunde, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass das Bundesligaspiel zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen heute Abend wegen übermäßigem Schneefall, der ist wirklich zu groß und zu hoch und zu weiß, ach was weiß ich, ausfällt.
Wir bitten um Verzeihung und das Spiel wird wiederholt. Guten Abend. Leider hat der Schnee uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Na, aber was sollen wir tun? Es ändert ja nichts dran, dass es nun so ist. Aber leider, ich hätte das Spiel gerne gesehen heute Abend. Und vielleicht wäre auch ein Sieg drin gewesen, man weiß es nicht. Naja, nun ist egal. Jetzt haben wir den Schnee und das Spiel ist abgesagt. Jetzt müssen wir warten, dass am 7. unsere Truppe in München wenigstens da mal gut aufspielt und mal einen Punkt holt. Das wäre doch wünschenswert, das wäre wunderschön. Also mehr können wir uns nicht wünschen, aber Daumen drücken werden wir. Naja, Kerzen und Gebete, das lohnt ja nicht, aber wie gesagt, Daumen drücken, bis sie platt sind. Mehr geht nicht. Tschüss. Oder so oder anders kommt, so wie